So, Leute, da bin ich wieder. Diesmal hoffe ich ohne Lex. Und ja, mal gucken, was uns hier erwartet, ne? Thundermite. Zum Glück haben wir den Franklin-Badge immer noch dabei. Und die Kampfmusik ist mal anders. Autsch. Autsch. Gut. Aber wenigstens sollten wir es vorhin HP her verkraften können. Geil. Gut, wie ein Level up. Healing Gamma. Was soll ich dazu noch sagen? Außer geil. Aber ich glaube, die Legs liegen jetzt am Hard Mode. Was soll das sein? Aua! Aber ich glaube, nach diesem Heiligtum mache ich dann auch Schluss. Ich glaube, Scaraba und die Überfahrt mit dem Kraken überlasse ich dann dem guten Klein. Weil ich glaube nicht, dass ich das jetzt noch schaffe. Wenn ich mit dem Heiligtum durch bin, sind es fast drei Stunden, die ich aufnehme. Und ich denke, das reicht dann auch. Oh Mann. Das macht mir gerade irgendwie ja, ein bisschen Spaß zumindest. Aua. Und yay, danke Paula. Und ja, ich level Puh ein bisschen. Was ja auch nicht wirklich verkehrt ist. So, ich habe auch keine Ahnung, wie dieses Heiligtum hier aufgebaut ist. Ich weiß nur, das ist wieder ein Kiss of Death, okay? Ich weiß nur, dass es wieder ein Heiligtum ist. Aber keine Ahnung, wie es aufgebaut ist. So. Na gut, Kiss of Death. Schauen wir mal, inwieweit das of Death. Oh Mann, es laggt wieder. Was? Okay. Geil. Snake. Snake. When used during battle, it bites the enemy and disappears. It may also poison the enemy. Okay. Ich sehe jetzt zwar nicht unbedingt, wo das noch von Nutzen sein wird, aber gut. Springen wir hier mal runter. Holy, holy, holy. Sun Guts Pearl, okay. Upsi. Ich glaube, Nasty verkraftet mein Life besser. Und ich glaube, Pude verkraftet mein Life auf Alpha. Ich glaube, sonst sieht es eigentlich ganz gut aus. Thank you.
Ah, okay. Nett. Na gut, ich sag mal so, die Tangus, die gehen noch. Na gut, schlimmer als die Deadly Maus ist, Deadly meisten sie nicht. Oh, die fand ich dann und die Geister in der Kanalisation von Foresight. Die waren richtig nervig. Hier muss es dann geht's erstaunlicherweise wieder. Könnte aber vielleicht auch daran liegen, dass wir deutlich höher gelevelt sind. Jetzt. Ich gehe mal hier runter. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung. Conducting Menace. Okay, eine wirkliche Schwäche haben sie nicht. Aber sie gehen mit tierisch auf den Geist mit ihrem PK Thunder. Holy! Zum Glück haben jetzt mittlerweile zwei Leute, Ness und Fu, Healing Gamma. Nervige Gegner sind nervig. Extrem nervig. Okay. Läufer Beta Jeff. Läufer Beta Puh. Läufer Beta Ness. Na, zum Glück reflektiert er das. Aber dann nur einmal. Ja, Fuß am Arsch. Beziehungsweise doch nicht am Arsch. Hm. Rock Candy. Oh Mann. Mann, 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 Mann. Rock Candy. When you eat this, it will increase either speed, guts, vitality, IQ or luck. Ich würde es gerne Jeff geben. Vitality, okay. Psi, Life of Alpha, Paula.
springen mal hier runter. Ich würde gerne dieses Conducting Menace zuerst loswerden. Weil, ganz ehrlich, der Tangu stört mich nicht so sehr wie dieses dumme Conducting Menace. Dem scheiß PK Thunder. Dann ist er weg. Wie gesagt, der Tangu stört mich längst nicht so. Im Gegenteil, den empfinde ich eigentlich ziemlich harmlos. Also bisher ist es für mich hier der harmloseste. Das sieht gut aus. Wagen wir's. Go. You finally got here. This is the sixth your sanctuary location. But it's mine now. Take it from me if you dare. Thunder and Storm. Flash Alpha. Psi. Freeze Omega. Spy. Shield Sigma. Sehr gut. Monotyp PK Flash. Wie geil. Autsch. Strangle Badge Reflected. Wunderbar. Greif an. Du machst nochmal das hier. Greifst an. Und du... greifst an. ...581 sind traumhafter Schaden. Sehr gut. Defend, 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 defend. Komm, das heil dich. Was war das bitte gerade? Paula. Tut mir leid, Jeff, dass du keinen Erfahrungspunkt... Ach du Scheiße! Das tut mir jetzt leid, Jeff. Das tut mir jetzt extrem leid. Aber ich bin echt froh, dass ich das geschafft habe. Cool! Ich bin echt froh, dass ich diesen dummen Boss geschafft habe. Psi. Healing. Yes. Psi. Toll. Goods. Da. Horn of Life, use Jeff.
Wo sind wir hier gelandet? Ness had a short vision seeing his mother when she was young. Ness Soundstone reacted to the melody of Pink Cloud. Und damit Ness touched Soundstone to his forehead and gathered his thoughts. Damit haben wir das sechste Heiligtum. Fertig. Geil, ne? So, ihr haut ab. Ich habe keinen Bock, mit euch zu kämpfen. Ich will hier nur noch raus. Aber wenn ich schon mal hier bin... Bracer of Kings. Scheint ein Ausrüstungsgegenstand zu sein. Können wir ja gleich mal testen. Oder gleich mal sehen. Ihr lasst mich in Ruhe, ich will hier raus. Ich will einfach nur raus. Sehr schön. Good. Spoiler, Bracer of Kings, help. Bracer of Kings, we equipped on Two's arm. Help protect from being hypnotized and luck goes up. Of course, defense also goes up. Aha, also gibt es Ausrüstung, die Pooh tragen kann. Nice to know. Give Pooh. Und mein guter Freund Pooh, du equipst das auch mal direkt. Gut. So, ich gehe noch in den Palast und beende dann dort den Part. Und überlasse Klain dann die Reise nach Scarabar und alles weitere, was da so noch kommen mag. Mal schauen. Vielleicht, naja. Mal schauen, wie weit Klain kommt. Und wie, was mir dann bevorsteht. Ja, das kenne ich schon. Danke für die Heilung. Gucken, Ness ist nicht homesick, das ist okay. Dead. 15.716, alles klar. Mal wieder 90.000, das ist gut. Record. Okay, Leute, an dieser Stelle beende ich die Aufnahme. Und, ja, verabschiede mich schon mal. Weiter geht's dann im nächsten Part mit Klain, der wohl die Reise nach Scarabar antreten wird. Und, ja, mal schauen, was mich dann so erwartet im nächsten Part. Ansonsten würde es mich freuen, wenn ihr wieder einschalten würdet. Chocobo Panic läuft ja im Moment, nach Endless Nova. Wenn das Nova durch ist, läuft der Chocobo Panic gerade, aktuell. Und ja, vielleicht sehen wir uns da oder in einem anderen Part auf meinem, oder in einem anderen Let's Play auf meinem Kanal. Bis dann, Leute. Ciao, ciao.